Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei unserer Ausstellung Body Language. Ja, Body Language, da geht schon los bei dem oder der Person, die eigentlich eine solche Videoführung macht. Wie steht der oder die Person denn eigentlich da? Verschränkte Arme oder etwas lässiger oder wie auch immer. Also man sieht, ganz viel wird über die Körpersprache vermittelt, aber Körpersprache in der Kunst ist sehr viel mehr. Wir zeigen hier mehr als 40 Künstlerinnen, die sich zu dem Thema Body Language für unsere Jubiläumsausstellung beworben haben. Und wir freuen uns auch, dass wir in dieser Ausstellung tatsächlich diese Frage nach der Bedeutung des Körpers, nach seinen visuellen Entsprechungen und was wir vielleicht daraus lesen können, beziehungsweise auch hineininterpretieren als Betrachter und BetrachterInnen. Eine ganz entscheidende Frage in der Gegenwart ist ja, wie gehen wir eigentlich mit dem Körper um? Wir haben in den letzten, ja insbesondere letzten 40, 50 Jahren eine ganz außergewöhnliche Zuwachs eigentlich an der Gestaltung des Körpers. Wir kennen das auf der einen Seite natürlich aus der Frage heraus, zum Beispiel Schönheitsoperationen oder wenn wir das ganz traditionell verstehen, schon lange, lange natürlich und viel länger zurückreichen, wie zum Beispiel zu den Griechen die Idee, was ist denn ein Körperbild, das wir zum Beispiel mit körperlicher Betätigung schaffen. Ja, also im Lauf der Jahrhunderte und Jahrtausende haben sich diese Körperbilder verändert, aber gerade heute können wir feststellen, dass der Körper in ganz vieler Form für die meisten Menschen eine besondere Rolle einnimmt. Also einmal in dem Sinne Schönheit, natürlich dann auch, wie gesagt, in der Gestaltung, zum Beispiel mit Schönheitsoperationen. Das ist ja ein Phänomen, das wir heute nicht nur bei Frauen, sondern in vielen Fällen auch ganz intensiv bei Männern beobachten können. Also der gestaltete Körper in seiner visuellen Erscheinung soll eben etwas aussagen. Gleichzeitig leben wir eigentlich in einer Welt, die sehr viel körperliche Distanz beinhaltet, gerade in den letzten beiden Jahren sozusagen ist durch Corona natürlich körperliche Nähe schwierig gewesen und für viele nicht erfahrbar. Aber nicht zufällig haben sozusagen die Anzahl der Fitnessgeräte, die verkauft worden sind, eben hat massiv zugenommen, was die Leute dann zu Hause gemacht haben. Also der Körper hat eine ganz besondere Aufmerksamkeit. In einer anderen Hinsicht hat der Körper eine neue Aufmerksamkeit erfahren, in der Frage, womit ernähren wir uns, also welche Dinge nehmen wir zu uns. Auch hier ist das Körperbewusstsein deutlich stärker geworden. Und der Umgang mit dem Körper auch in der Frage der Ernährung spielt eine immer größere Rolle. Was natürlich wiederum auch etwas damit zu tun hat, inwieweit wir die wahrnehmen können und lernen eben über Umweltgifte zum Beispiel. Aber auch der Klimawandel spielt eine Rolle. Wenn wir zum Beispiel in Regionen leben, die besonders heiß sind, schon jetzt höhere Temperaturen haben, wird natürlich auch der Körper stärker beansprucht. Also diese äußeren Faktoren spielen eine große Rolle. Dann haben wir natürlich in ganz unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen unterschiedliches Verständnis von Körperlichkeit. Schönheitsideale, die eben in einer Region der Welt eine besondere Bedeutung haben, mögen in der anderen eine ganz andere Wirkung haben. Also ist es besonders wichtig. Noch nie zuvor wurde sich in Trainings so intensiv damit beschäftigt, inwieweit eben die Körpersprache auch zum Beispiel in Geschäftskontext eine große Rolle spielt. Wie muss zum Beispiel ein Vorstand, eine Vorständin bei einer Jahreshauptversammlung auftreten? Wie kann sie sozusagen bestimmte Signale an die Zuhörenden ausstrahlen? Das ist auch ein ganz wichtiger Bereich. Und geht es also zum einen nicht um die Selbsterfahrung des Körpers, so wie wir das bei den Fragen des Sports, der Fitness, der Ernährung haben, sondern eben in einem anderen Sinne tatsächlich die Wirkung, wie wir den eigenen Körper, die eigene Körpersprache einsetzt, um bei anderen eine gewisse Wirkung zu erzielen, die intensiv trainiert wird. Naja, und zu guter Letzt, wie ich hatte den Sport schon erwähnt, da gibt es natürlich den Fitnessaspekt, aber wenn wir den Sport etwas weiter fassen und ihn auch hinaus ausdehnen in dem Bereich des Tanzes zum Beispiel,
da ist natürlich der Körper ein ganz besonderer Ausdrucks, ein besonderes Ausdrucksmittel. Das werden wir hier in dieser Ausstellung uns auch nochmal im Detail anschauen. Und das stellt natürlich auch Künstler und Künstlerinnen schon seit geraumer Zeit vor interessante Fragestellungen. Gut, beginnen wir jetzt den Rundgang der Ausstellung. Und hier rechts neben mir sehen Sie zwei großformatige Gemälde von Hanna Strahl. Und der Gegensatz könnte kaum größer sein. Wir sehen links eine Frau in einer leichten Bekleidung, vielleicht einem Negligé oder vielleicht ist es auch für den Tanz geeignet, nutzt sie es sozusagen. Aber sie hat eine Körperlichkeit, die eben nicht unbedingt dem gegenwärtigen Schönheitsideal in den sozialen Medien oder auch in den Printmedien entspricht. Sie ist etwas kräftiger. Sie scheint auf dem rechten Arm, Oberarm, im Schulterbereich und auch im Unterarm eine Tätowierung zu haben. Also auch hier ist der Körper natürlich in einer bestimmten Art und Weise aktiv gestaltet und gibt ein bestimmtes Bild ab. Die hängenden Schultern zeigen aber eben nicht unbedingt den aktiven Körper, sondern eigentlich eher einen, der in Statik verharrt. Wir haben also etwas sehr Statisches und sehr Stabiles. Hier rechts neben mir, das ein starkes Gegenteil, sowohl in der äußerlichen Erscheinung eine extrem schlanke Person, ja, vielleicht, je nachdem, wie man drauf schaut. Ich persönlich würde es eher als magersüchtig einschätzen und nicht mehr im positiven Sinne schlank. Aber offensichtlich eine Frau, die hier Tänzerin ist, zumindest hat sie ein Tütü um. Die Brüste sind nur mit einem Band umschlungen. Die Schultern kommen ganz stark raus, die Schultergelenke, die Knochen sieht man sehr deutlich. Also es ist beinahe eben kaum mehr eine Form von Körper mit Volumen vorhanden. Es ist fast nur noch das Gerüst sichtbar. Aber dennoch ist das eher eine Figur, die in ihrer Körperhaltung eine Aktivität ausstrahlt. Zwar sind die Hände verschränkt, dennoch wirkt es aufrecht und auch der Kopf und das Gesicht, auch wenn es nicht genau ausformuliert ist, haben eine gewisse sozusagen Ausstrahlung und Größe, die hier vermittelt wird. Also Sie sehen schon in diesen ersten beiden Bildern, von einer Künstlerin sehen wir zwei Extreme der Körpersprache, der Body Language. Ja, links von mir sehen wir eine Skulptur und warum haben wir das sozusagen zusammengebracht? Es war eben sehr schön, diese beiden großen Gemälde zu sehen. Und hier von Brigitte Herzog ein liegender Mann. Und er ist deutlich mehr als ein liegender Mann. Wir sehen zum einen tatsächlich, wie der Körper hingestreckt ist, aber er ist in keiner Position, die Ruhe ausstrahlt, sondern eigentlich eher eine Unruhe, der rechte Arm ist aufgestellt, der Ellbogen sticht uns sofort in die Augen und auch der linke Arm ist so aufgestützt, als ob die Person entweder da niedergesunken ist oder versucht, sich gerade wieder hoch zu stemmen. Es ist ein Körper, der offensichtlich auch sehr schlank ist, sehr lang gestreckt ist, aber in diesem langgestreckten sehr viel muskuläre Spannung in sich trägt durch die Verdrehung des Oberkörpers. Ein ganz entscheidender Punkt, das wissen wir spätestens eben seit der Moderne mit Skulpturen, Bildhauern wie Auguste Rodin, wo die Körperhaltung eine unglaubliche Dynamik in sich trägt. So ist das also auch hier bei diesem Mann, den wir hier als Akt dargestellt sehen, der sozusagen zwischen Erschöpfung, Niedersinken oder eben gerade im Begriff, sich wieder aufzurichten, einen Zwischenzustand zeigt, der dann voller körperlicher Spannung ist. Ja, ganz links sehen wir von Ulrike Passauer ein Werk, ein Gemälde wiederum. Man sieht eine junge Frau, die scheinbar auf einem Gehsteig oder auf einem gepflasterten Bereich steht und das ist so ein bisschen vielleicht auch der ganz große Gegensatz zu dem, was wir jetzt in der Skulptur uns gerade angeschaut haben. Ein ruhender Körper, eine stabile Situation, keinerlei Körperspannung, eher ein ruhiger Moment, ein Ausstrahlen von Ruhe und Pause. Offensichtlich macht die junge Frau auch Pause. Sie isst scheinbar auch etwas sie blickt in die Ferne. Wir sehen den Blick nicht, wir haben eine Rückenansicht. Und das ist vielleicht auch ganz spannend zu sehen, wenn wir uns hier die zweidimensionalen Werke im Verhältnis zu dem dreidimensionalen in der Skulptur anschauen,
welch anderes Verständnis von Körperlichkeit wir gewinnen, wenn wir tatsächlich im Dreidimensionalen sind gegenüber dem Zweidimensionalen. Hier, diese Skulptur von Frau Herzog lädt uns tatsächlich ein, drumherum zu gehen, verschiedene Positionen einzunehmen, um den Körper in seiner Ganzheit zu erfassen. Das ist natürlich in einer zweidimensionalen Arbeit in der gleichen Art und Weise nicht möglich. Ja, gerade hatten wir uns ja den liegenden Mann von Frau Herzog angeschaut in der Skulptur und jetzt sehen wir hier bei Johanna Schreiner drei unterschiedliche Zeichnungen. Und diese Schwarz-Weiß-Zeichnungen erfassen unterschiedliche Ebenen des Körpers auf und der Körperhaltungen. Wir sehen hier einen zurückgelegten, lehnten weiblichen Akt, der eine gewisse Ruheposition ausstrahlt und Entspannung signalisiert. Wir sehen hier nur den Unterkörper, wo die Beine angezogen sind, wo einerseits natürlich diese liegende oder halbliegende Position auch dieses Ruheelement zu verkörpern scheint, aber die aufgestellten Beine bringen dann in der Komposition der Arbeit wiederum einen ganz anderen aktiven Eindruck ein, sodass wir eben diese Veränderung zwischen horizontalen und vertikalen sehr deutlich wahrnehmen, was eine ja eher aktive Position des Körpers in diesem Bild zu beschreiben scheint. Ja, und hier oben sehen wir dann noch ein Gesicht. Also wir sehen eigentlich hier drei Elemente, die sozusagen den menschlichen Körper ausmachen. Wir haben einmal eine Ganzansicht, wir haben einen Unterkörper und wir haben das Gesicht. Gesicht und die Augen sind natürlich für uns die Hauptbezugspunkte bei allem, was wir eigentlich sozusagen an persönlicher Beziehung, an Begegnung zwischen zwei Menschen haben. Die Augen sind für uns natürlich ein wichtiges Indiz. Die erzählen uns jetzt hier relativ wenig, aber wir sehen in der Physiognomie der Person einen leicht heruntergezogenen Mundwinkel, was wir im Standard eigentlich eher nicht mit einer fröhlichen inneren Haltung verbinden, sondern eher vielleicht deprimierend oder verärgert oder nicht so positiv belegt zumindest. Spannend ist hier, dass tatsächlich das Gesicht, der Kopf eine künstlerische Form erhält, obwohl wir hier im unteren Bereich ein total offenes Blatt haben, wo nur noch wenige Striche sind und wir im Hintergrund dieses dunkle, schraffierende haben, das eigentlich auch etwas Bedrohliches vielleicht ein Stück weit mit sich bringt in der Wahrnehmung. Und da dieser Gegensatz in der Komposition eine sehr interessante Spannung mit sich bringt. Ja, rechts daneben sehen wir von Frau Templin ein Porträt einer jungen Frau, die uns zwar nicht direkt anschaut, aber in ihrer Kombination aus Zeichnung und Aquarell haben wir ein sehr freundliches, offene Gesichtszüge, eine positive Ausstrahlung und das ist das, denke ich, was hier auch Frau Templin interessiert hat in der Darstellung der Person. So, und jetzt komme ich eigentlich zu einem großen Gegensatz mit Gisela Hammers Gemälde, das Sie hier auf der rechten Seite sehen, kommen wir wieder eigentlich zurück zu der Skulptur von Frau Herzog. Und wenn wir uns das etwas näher anschauen, wir sehen hier einen jungen Mann, würde ich sagen, der wahrscheinlich erschöpft am Boden kniet. Er hat seine Hände aufgestützt, der Blick ist nach unten gerichtet. Also auch ein Bild, das eher sozusagen von einer beschwerten Situation erzählt. Und auch der Blick eben ist tatsächlich nach unten gerichtet. Frau Hammer hat sich auch noch entschieden, dann die Tonigkeit, also die ganze Farbigkeit, hier eher in diesen Braun-Grau-Tönen zu halten, also auch Farben, die eben nicht dieses Positive ausstrahlen. Insofern eine sehr gelungene Form der künstlerischen Komposition. Im nächsten Abschnitt dieser Ausstellung gehen wir quasi ins Gegenteil. Wir haben jetzt gerade die Schwarz-Weiß-Arbeiten uns angeschaut, die Zeichnungen, und jetzt beschäftigen wir uns mit stark farbigen Werken. Linke Hand von mir sehen wir eine Arbeit von Frau Neururer und besonders interessant ist hier einmal tatsächlich zu sehen die Körperhaltung, über die wir sprechen, die eben auch genau wie bei Frau Schreiner in sehr spezifischen Fall ist, eine sehr kompakte Haltung, wie eine Skulptur, beinahe festgebunden, ohne jede Lockerheit. Und das wird quasi eigentlich konterkuriert dadurch, dass wir ein Bild haben, das durch seine besondere Expressivität in der Farbe besticht. Wir haben einen tropischen Zusammenhang mit den Palmen, wir haben die Papageien, wir haben diese dunkelhäutige Person, also alles Attribute, die wir sehr stark in Bezug setzen
zu eben tropischen Zusammenhängen und zu Lebensfreude, zu Spaß. Und gleichzeitig eben die strenge Körperhaltung, die tatsächlich hier ein Gegenteil, nicht Lebensfreude, sondern totale Kontrolliertheit ausdrückt. Jetzt komme ich zu der anderen Arbeit rechts von mir, von Rupert Gretler. Sie sehen hier, habe ich einen Katalog von Herrn Gretler in der Hand. Rupert Gretler ist seit vielen Jahren Dozent an der Kunstakademie und ist bei uns vor allen Dingen bekannt für seine Zeichenkurse. Die genaue Erfassung von Dingen mit wenigen Strichen, das ist etwas, was sozusagen ihn auch auszeichnet. Und wir hatten im Jahr 2019 eine wunderbare Ausstellung mit seinen Zeichnungen. Im Kunstmarkt aktuell bekannt ist, aber eher sehr viel mehr durch seine Gemälde. Und was sehr typisch ist, wir sehen immer ihn als Person auf diesen Gemälden und alles wird quasi inszeniert. Wir sehen sehr spezielle Körperhaltungen, die beinahe wie hineingepresst sind, etwas skurrile Situationen, und das tritt auch auf dieses Bild zu. Ist ganz wunderbar zu sehen. Der Körper dieser Person ist quasi eingebunden, eingepresst in den Bilderrahmen, in die Leinwand. Es ist beinahe wie wenn man in einer Box sitzt und sich nicht richtig bewegen kann. Also offensichtlich hat der Körper hier nicht sehr viel Platz und wir haben eine ziemlich skurrile Situation. Wir sehen gleichzeitig, dass der Mann nun hier als nackt dargestellt ist, aber umgeben ist von Attributen, die wir zum Beispiel mit Baustellen verbinden. Also etwas, was sozusagen auch irgendwie ein anderes Umfeld zu suggerieren scheint, nämlich einen öffentlichen Raum. Und diese Begrenzungspfosten, diese rot-weiß Markierungen sind zum Beispiel Dinge, die eben auch Abgrenzungen sind, Begrenzungen sind, Absperrungen sind. Und hier ist dieser Körper eben genau begrenzt durch diese Absperrung. Die Handhaltung links zeigt mit dem Finger nach oben, als ob es tatsächlich irgendetwas gäbe, was jenseits des Bildraums liegt. Dort weist auch dieser gelbe Pfeil hin und gleichzeitig bleibt der Körper aber tatsächlich im Bildraum gefangen und ja, an meiner Sicht eher unbequem in der Haltung. Wenn wir jetzt eben auch nochmal die Gebogenheit dieses Eingeknicktsein des Körpers sehen, wir haben offensichtlich, geht es nicht um die Schönheit des Körpers, sondern es geht tatsächlich um diese Begrenztheit, um diese Beschränktheit, die auch im gesellschaftlichen Sinne verstanden werden kann. Dazu dienen eben auch diese Attribute, die ich vorhin schon kurz erwähnt habe. Ich zeige sie Ihnen nochmal, diese Balken, die eben ein Ausdruck der gesellschaftlichen oder zivilisatorischen Begrenztheit des Menschen in seiner Ursprünglichkeit auch ausdrücken können oder ausdrücken. So könnten wir dieses spezielle Werk lesen. Ja. Jetzt sind wir in einem Abschnitt der Ausstellung, der sich mit der Bewegung, dem Körper in Bewegung beschäftigt, also ein sehr dynamisches Verständnis von Körperlichkeit. Und das ist ein großer Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten, wo die Körper sozusagen eingepresst waren, wo sie eher in einer Starrheit sind. Körperlichkeit mit Bewegung ist etwas, was seit langer, langer Zeit, spätestens seit der Moderne mit Arbeiten, die wir zum Beispiel von Toulouse-Lautrec oder von Degas kennen, eine große Rolle gespielt hat in der Kunstgeschichte. Künstler haben sich damit beschäftigt, wie Körper eben in Bewegung sich verhalten, meistens auch mit Attributen. Also es ist ein Ausdruck der Moderne, um den es hier geht und der tatsächlich auch ein Sinnbild dessen ist, dass es voller Leben, voller Intensität dargestellt wird. Und das trifft sich natürlich in dieser Zeit um die Jahrhundertwende mit einer Industrialisierung und einer Urbanisierung, wo auch insgesamt im gesellschaftlichen und zivilisatorischen Leben das öffentliche Leben mit viel Dynamik verbunden ist und wir damit eine ganz andere Situation haben, als wir das sehen. Links von mir sieht man das Werk von Frau Bernatzky. Wir sehen hier ein Triptychon, drei große Gemälde, die im Prinzip durch zwei Dinge bestimmt sind. Einmal sehen wir in einer ganz besonderen Art und Weise, dass hier das Kleid, das Attribut dieser Tänzerin ist, selbst sozusagen zur Farbe wird und mit einer hohen Dynamik aufgebracht wird, auch bei der Malerei. Und dadurch diese Bewegungsenergie, die
die Tänzerin zu haben scheint, eben dann tatsächlich in dem Kleid auch ausgedruckt wird, über das Kleid ausgedruckt wird und damit auch irgendwie über das Bild hinausweist, wenn wir gerade das mittlere Sujet uns anschauen bei diesem Triptychon, wo die Farbe unter das Kleid nach oben schwingt und das eben ein ganz besonderes Erleben darstellt. Nämlich die Körperlichkeit, der Körper, jung, dynamisch, voller Kraft und Energie, aber gleichzeitig auch mit hoher Eleganz, was wir auf der linken Darstellung hier sehen, die Handhaltung der Tänzerin, die dann tatsächlich das Ballettartige, das Feine betont, genauso wie auf dem rechten Bild, wenn wir uns die Fußstellungen anschauen, die natürlich diese einerseits Dynamik, aber auch die Eleganz dieser Bewegung unterstreichen und diesem tänzerischen Ansatz. Links von mir sieht man ein Werk von Rita Höfler. Auch hier sehen wir eine Tänzerin mit einem Tutu und ganz schön zu sehen, dass hier die Darstellung eine ganz andere ist, wo wir sozusagen eher eine, ja, wir sehen zwar eine Dynamik, aber in der Bildform, wie sie hier dargestellt wird, das ist ganz anders. Es sind weniger fließende Bewegungen. Wir haben eine malerische Komponente, die ganz stark eben eigentlich auf Flächen aufbaut, die eher aneinanderstoßen, Formen, die etwas zu begrenzen scheinen. Und gleichzeitig sehen wir aber in der Fußhaltung ganz wunderbar tatsächlich auch eine dynamische Komponente, also die Bewegung des Körpers, die da angedeutet ist, aber eben nicht in diesem fließenden, sondern vielleicht eher abgehackter in der Interpretation, so wie auch der Bildhintergrund dargestellt wird. Und gleichzeitig ist es aber schon so, dass wir natürlich eben das Tänzerische erkennen können, die Balletttänzerin aller Wahrscheinlichkeit nach ihrer Kleidung zu urteilen, ist auch hier eben in einer Drehbewegung, wenngleich auch nicht in diesem ganz fließenden, wie wir es bei dem Triptychon von Frau Bernatzky sehen können. Sehr interessant sind auch die Farbgebungen. Wir haben hier einmal dieses Weiß, das hier auch mit einer hohen Energie verbunden wird, gegenüber dem etwas dezenteren Farben mit Grau, Blau, hellem Blau und einem Gelbton. Also dort sieht man auch schon, es ist auch etwas, was im Ansatz, im Farbansatz sozusagen ein anderes Verständnis hier zeigt. Ein weiteres Werk hier in der Reihe der dynamischen Körper, der zentrischen Körper, ist von Esther Toca. Wir sehen hier in einem Werk, in einer Zeichnung, verschiedene Figuren, die ineinander verwoben sind, sich überlagern und damit eigentlich Figuren, die tatsächlich aus einem filmischen Gedanken, aus einer Erzählung herausgestaltet sind. Dann sehen wir auf dieser Arbeit auch noch unterschiedliche Farbigkeiten und diese unterschiedlichen Farbigkeiten könnten auch verschiedene Zustände symbolisieren. Es müssen nicht unbedingt unterschiedliche Personen sein, auch wenn sie in ihrer Körperlichkeit ein etwas anderes Aussehen haben. So haben wir eine ganz spannende Mischung hier durch diese Überlagerungstechnik dieser dynamischen Körper, dieser bewegten Körper und diesem tänzerischen Ansatz. Ja, Dynamik, Bewegung beschäftigt uns auch in den nächsten beiden Positionen. Während wir bei Frau Bernatzky und bei Frau Höfler die Einzelpersonen gesehen haben, sehen wir hier bei den beiden weißen Werken eher eine Figurengruppe in Bewegung und ein ganz anderer Ansatz. Wir sehen keinen breiten Pinselstrich, sondern wir sehen eher Zeichnung, sehr feine Linien, aber auch hier ganz viele Figuren, die verschiedene Positionen zeigen. Und diese Arbeiten sind hier im Kurs von Raphael Zielinski entstanden und wir sehen ganz deutlich, dass eben sein Ansatz des bewegten Aktes des Tänzers sozusagen hier auch einen Eingang findet. In dem linken Bild, das wir hier von mir sehen, sehen wir auch Köpfe, wir sehen verschiedene Körperhaltungen. Es hat eine beinahe etwas Graffiti-artiges bei diesen Totenköpfen, die wir hier sehen, bei diesen Schädeln. Und auf der anderen Seite sehen wir aber die verschiedenen Körperhaltungen, Positionen, die tatsächlich ineinander fließend übergehen und eine Art Gewimmel auf dem Bild auch generieren. Und dennoch sehen wir unterschiedliche Personen.
Jetzt komme ich zu der Arbeit von Astrid Patzelt. Astrid Patzelt ist schon seit sehr vielen Jahren hier in der Kunstakademie tätig, gehört zur Gruppe Breitengrad, eine Künstlergruppe, die sich hier gegründet hat in Reichenhall im Zuge des Kurses bei Markus Lüpertz. Ja, und besonders interessant bei Astrid Patzelt ist, dass ihre Auffassung des Individuums offensichtlich hier keine Rolle spielt, sondern wir sehen lauter einzelne Figuren, sind alle unterschiedlich auf dem Bild, die aber zusammen eine gemeinschaftliche Struktur, eine abstrakte Darstellung eben mit sich bringen, aber das Verhältnis von Individuum und Masse natürlich sehr schön zum Ausdruck bringen. Und wenn man genau herantritt, sieht man tatsächlich auch, dass die einzelnen Figuren unterschiedliche Körperhaltungen haben. Auch hier macht es nicht unbedingt einen klassisch tänzerischen Eindruck, sondern die Figuren sind offensichtlich einfach Individuen, die unterschiedliche Positionen in sich aufnehmen. Es ist zum einen wie eine Art Studie von einzelnen Körperhaltungen, aber die gleichzeitig dann in ihrer Gemeinschaftlichkeit ein abstraktes Werk ergeben. Und wir sehen, wie gesagt, unterschiedliche Körperhaltungen, die so auseinandergespreizte Arme zeigen, die offensichtlich nicht natürlich oder automatisch entstehen. Und das ist ein spannender Gegensatz zu dem, was wir jetzt gerade vorher bei Frau Hartmann gesehen haben. Ja, hier sehen wir jetzt wieder andere Werke, die sich mit dem Thema Tanz beschäftigen, aber in einer ganz bestimmten Art und Weise, nämlich die gesellschaftliche Konnotation. Wir zeigen hier ganz links außen das Werk von Frau Edenhofer-Welzel, die eine Dame darstellt, die natürlich aus dieser Zeit, wie schon erwähnt, der Moderne zu stammen scheint, diese Varieté-Kultur sehr schön ausdrückt und wo wir ein Ambiente sehen, das nicht näher definiert ist, die wir aber einordnen können in diese Zeit und die dann auch in der Malweise nochmal so etwas hat, einerseits ein pastosen, aber auch schlierenhafter Farbauftrag, wo wir ein wenig so eine Atmosphäre, eine Anmutung sehen, die tatsächlich an die früheren Zeit der Varietés erinnert. Gleich daneben sehen wir ein Werk von Frau Schaubersberger, Gabriele Schaubersberger, die uns offensichtlich an einen ganz berühmten Film erinnert, nämlich Singing in the Rain. Singing in the Rain, bekannt durch diese Szene eben der Tänzerin, die mit dem Schirm sich durch den Regen bewegt. Und genau das ist etwas, was hier sehr schön gezeigt wird. Auch der Blick nach oben ist nochmal etwas, was eigentlich die ganze positive Dynamik zeigt, den Schwung zeigt, dieses Drehen und der geöffnete Mund, der eben dieses Singen symbolisiert. Also ich glaube, in einer ganz besonderen Art und Weise ein Bild, das tatsächlich sehr offensichtlich auf eine Reminiszenz an Singing in the Rain zu sein scheint und in dieser fotorealistischen Manier auch tatsächlich etwas zeigt, was sozusagen dann sehr stark diesem Filmbild entspricht. Ja, rechts von mir sehen wir jetzt drei Werke von Frau Kaftan und das auch wunderbar, wir nehmen wieder ein gesellschaftliches Element auf, nämlich den Tanz, der Paartanz, also etwas, was sozusagen kein freier, offener Tanz ist, sondern ganz wunderbar hier mit dem Strich, mit der Tusche, eben gar nichts fotorealistisch, sondern mit wenigen Strichen, wo wir an diesen drei Werken eben ganz sehr schön unterschiedliche Posen, unterschiedliche Positionen in diesem tänzerischen Vortrag sehen. Die hingegossene Frau an dem Tänzer, die in Bewegung mit dem hochgenommenen Bein, also eine Innigkeit, die darin auch ausgedrückt wird. Und man sieht gerade im Mittelbild sehr schön diese zwei Personen, die eben miteinander in einer Beziehung stehen, die mit diesen wenigen Strichen auch sehr eindeutig umrissen wird. Und das ist ein wunderbarer Blick in den Standardtanz. Ja, jetzt beschäftigen wir uns nochmal mit einer anderen Facette. Wir waren ja gerade bei den erotischen und bei dem tänzerischen. Jetzt beschäftigen wir uns mit dem nackten Körper, der hier gezeigt wird. Und es ist nochmal ein anderer Aspekt. Auch hier geht es ja um die Körperhaltung, um die Body Language, die Körpersprache, die uns hier beschäftigt. Und hier geht es aber auch um die Nacktheit der Körper. Ganz links außen sehen wir ein Werk von Regine von Chaussy, eine Künstlerin, die schon sehr lange für uns als Dozentin arbeitet und wo wir tatsächlich auch sehr froh sind, weil sie eben den Akt auch wieder unseren TeilnehmerInnen näher bringt. Und zwar auch gerade der Akt, der eben mit Bewegung zu tun hat. Hier sehen wir jetzt eine ganz feine Zeichnung, die sozusagen eine nackte Person zeigt in einer sehr engen, verschränkten Haltung, ist also kein geöffneter Körper, sondern einer, der tatsächlich sehr zusammengeführt ist
und der aber dennoch eine Innigkeit ausstrahlt. Ja? Wir sehen nicht einen verkrampften Körper, sondern eben tatsächlich einen Körper, der total in sich geschlossen ist. Und darum herum gibt es dann eben tatsächlich diese offenen Striche, die tatsächlich diese Bewegung wieder zeigen, eine Öffnung zeigen, die hinausstrahlt aus dieser geöffneten Haltung, aus dieser geschlossenen Haltung des Körpers und da einen Eindruck hinterlässt, dass es tatsächlich eben eine Momentaufnahme in einem Bewegungsprozess zu sein scheint, der eben ganz schlicht und einfach durch diese Kohle-Zeichnung angedeutet wird. Ja, bei der nächsten Arbeit von Christoph Bourlakos sehen wir eine andere Frauenperson, einen Frauenakt. Und ganz interessant ist auch hier eine eher auf sich bezogene Körperhaltung. Der Blick der Tänzerin geht nach unten. Gleichzeitig sehen wir aber einen offensichtlich aufgestellten Bein, das eben eine tänzerische Haltung ausdrückt. Also es ist eben tatsächlich eine sehr typische, ganz besondere Form, eine besondere Haltung des Körpers. Und es geht nicht in dem eigenen Sinne um den Akt, sondern es geht sehr stark auch hier wieder um die Darstellung dieser Eleganz, die in dieser Körperhaltung ausgedrückt wird. Und es wird malerisch ganz anders umgesetzt als das, was wir vorher gesehen haben. Keine Zeichnung, sondern ein Gemälde. Und jetzt sehen wir rechts von mir die Arbeit von Frau Meisel, Ulrike Meisel. Hier sehen wir eher eine abstrakte Form, aber darin angedeutet und doch für uns als Betrachter gut erkennbar, ist tatsächlich der Oberkörper ein Akt, auch ein Frauenkörper, wo wir die Brüste sehen und die Armhaltung, wo wir sozusagen das sehen und auch das wieder in einer Art Auflösung, in einem sehr dynamischen Strich. Auch wenn der Farbauftrag sehr lasierend zu sein scheint, ist es doch so, dass wir darin tatsächlich einen Frauenkörper in Bewegung sehen. Während wir uns vorher mit dem weiblichen Körper in verschiedenen Positionen beschäftigt haben, aber dann eher in dem gesellschaftlichen Zusammenhang eben das Tänzerischen, geht es jetzt hier sehr stark mehr um den weiblichen Körper tatsächlich im Sinne des Boudoirs, also das sexualisierte Thema. Und wir sehen hier links von mir ein Werk von Frau Weeks, wo wir eine Pin-Up-Girl offensichtlich sehen, das so ein bisschen erinnert an die Arbeiten von Mel Ramos, also in ihrer Art und Weise eben sehr typisch übertrieben auch in den Merkmalen, in den Körpermerkmalen der Po, genauso wie die Brüste, die hier angedeutet sind, aber die eben so in einer besonderen Expressivität gezeigt werden. Und komischerweise hat diese Person tatsächlich dann auch tatsächlich etwas auf dem Kopf, über den Augen, ohne dass man einen Bezug zur Person entwickeln kann, eben tatsächlich eine Objektivierung eben des weiblichen Körpers. Daneben sehen wir ein Werk von Frau Dräger. Frau Dräger zeigt hier auch in einem ganz anderen Stile, der mehr in die Comic-Richtung geht, einmal oder auch wieder Pin-Up natürlich, die weiblichen Beine mit den High Heels, die Kirsche in diesem schönen, leckeren Rot, das hier offensichtlich auch den Eindruck eben von den roten Lippen symbolisieren soll. Und dann haben wir eine sehr eigenwillige Kombination mit diesem comicartigen Gesicht, vielleicht ein Beobachter, eine beobachtende Figur. Und interessant ist, dass künstlerisch sozusagen das so umgesetzt ist, dass hier eine Beziehung hergestellt wird zwischen eben einem der Kirsche und den Frauenbeinen. Also hier eine Verknüpfung von verschiedenen Themen, um eben das Sexualisierte hier herauszuheben. Ja, und rechts daneben oder rechts von mir sieht man ein Werk von Isolde Egger mit drei wesentlichen Komponenten. Pravda, ja, Sie wissen, die russische Zeitung mit dem deutschen Übersetzung Wahrheit. Und daneben sehen wir wiederum eine Art Pin-Up-Girl, auch hier wieder mit sehr ausgeprägten weiblichen Formen. Und das Gesicht oder der Kopf wird, also die Identifikation mit der Person wird eigentlich ersetzt durch ein großes Fleischstück, ein Steak. Und tatsächlich ist das natürlich ein Ausdruck der Sexualisierung und der Objektivierung von weiblichen Körpern, wie auch eben von den Personen selbst. Und eine entsprechende Gesellschaftskritik, die in diesem Werk darin steckt und sehr markant ausgedrückt wird hier und in diesem sehr eindeutigen Sinne auch wiederum an diese Zeitungsideen erinnert, wie wir es von der Bildzeitung kennen, sehr plakativ umgesetzt, aber in seiner Aussage nicht weniger eindeutig und wahr.
Ja, jetzt kommen wir zu einem weiteren Kapitel, während wir vorhin ja das gesehen haben, die eigentlich die Objektivierung, also die weibliche Figur, das weibliche Geschlecht eben eigentlich in einer vergesellschafteten Form, sehen wir jetzt einen anderen Blick darauf, zwar das Boudoir, aber das Boudoir eben tatsächlich als Ausdruck des Intimen, die Intimität, eigentlich eine innige Situation, einen Blick in die Privatheit, der eben nicht entblößend dargestellt wird, sondern eigentlich mit der Intention tatsächlich Menschen, Paare, sowohl homo- wie auch heterosexuelle Paare, die eben tatsächlich in einer Innigkeit miteinander in Beziehung stehen. Und auch hier bezieht sich eigentlich das ganze Bildmaterial, die Motive, die Kompositionen sehr stark auf die Tradition der Moderne, wo wir sehr viel mehr von diesen Boudoir-Bildern sozusagen an die Öffentlichkeit durch künstlerische Arbeit sehen konnten. Und das sieht man jetzt hier auch sehr schön bei diesen drei Positionen, die hier zu sehen sind, dass wir sehr unterschiedliche Aspekte dieses Intimen zeigen. Ganz links außen, links von mir außen gesehen, Monica Jarantana, ein Paar, ein Mann und eine Frau in einer innigen Umarmung, nackt dargestellt, aber eben nicht in einer Art der Entblößung des Nackten, sondern tatsächlich in der Blickbeziehung miteinander, in dieser Innigkeit, in dieser Zuneigung, eine Intimität, die mit Liebe sozusagen vorwiegend gefüllt ist. Und das ist etwas, was in diesem Bild ganz besonders stark ausgedrückt wird. Es geht also offensichtlich um die Paarbeziehung, die positiv aufgeladen ist und nicht um eine Einzelperson. Während wir jetzt aber nebendran ein Werk von Sylvia Mehnert-Kalender sehen, wo wir tatsächlich auch einen ganz speziellen Blick eben in die Intimität des Schlafzimmers machen. Wir sehen hier eine Frau, die sehr eigenwillige Schuhe trägt, zu der Nacktheit, die sie in sich hat, und die aber gleichzeitig auch einen roten Mantel hat. Ja, und jetzt schlage ich schon so ein bisschen diesen Katalog auf und blicke da ein bisschen rein, weil der, den ich da in der Hand habe, ist von Picasso. Und ganz spannend ist hier zu sehen, dass der Blick ins Boudoir, eben tatsächlich ins Schlafzimmer, bei Picasso auch eine ganz große Rolle gespielt hat. Frauenfiguren, Frauendarstellungen, seine Geliebten, die ja auf seinen Bildern immer zu sehen sind. Und wir sehen aber auch eine Inszenierung eben dieser Frauen in dem Schlafzimmer. Und auch hier sehen wir ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Frauenfigur. Ja, jetzt nochmal zurück zu dem Werk von Frau Mehnert-Kalender, die nun hier eine stehende Person, keine sitzende oder liegende, sondern eine Frau, die hier steht, die, wo wir sozusagen auch auf die Scham blicken, und sie ist einer gewisser Weise entblößt, aber sie ist eben nicht vollkommen nackt, und tatsächlich bildet die Kleidung hier auch eher etwas ab, was sozusagen uns den Blick eben in eine Privatheit gewährt, ohne dass es darum geht, dass die weibliche Person sozusagen in dem Sinne von einem männlichen Blick ausgezogen ist, sondern tatsächlich eine Persönlichkeit, die hier sichtbar wird, ein Mensch in einem sehr vertrauten und persönlichen Umfeld. Ja, und rechts von mir sieht man jetzt ein Werk von Sylvia Hess, und das ist auch besonders interessant, weil das knüpft eben nochmal an das Thema Picasso an, eine Darstellung des Weiblichen, eine weibliche Figur, die nicht dem heutigen Schönheitsideal des Weiblichen entspricht, sondern eher üppig dargestellt ist, aber auch eine ganz typische Szenerie, wie wir sie von Matisse zum Beispiel kennen, wie wir sie überhaupt aus der Moderne kennen. Ja, interessanterweise ist es aber so, dass wir eine nackte Person kennen. Wir haben also ein Sehen, aber wir haben auf der anderen Seite tatsächlich eben auch die typischen Attribute, eine Art Liege, ein Bett, auf dem die Person, die Frau sitzt und die sich hier auch einen schönen, intimen Ort geschaffen hat. Da gibt es etwas zu trinken, etwas zu essen. Es ist tatsächlich ein privater Augenblick, und sie hält aber das heutige relevante Instrument, ein Smartphone, in der Hand, also ein Attribut, das man natürlich überhaupt nicht mit dem Boudoir in dem Sinne in Verbindung bringt. Aber es scheint auch nicht so zu sein, dass es ein Selfie wird, das da gemacht wird. Also insofern ist es auch wieder ein ganz spannendes Verhältnis zwischen Privatheit, Intimität und einem öffentlichen Ebene. Und das zeigt sehr schön, dass hier die Intimität des Boudoirs in sehr unterschiedlicher Art und Weise von diesen drei Künstlerinnen umgesetzt worden ist. Ja,
jetzt stehen wir vor einer Wand hier mit künstlerischen Arbeiten, die sich eben tatsächlich beziehen, so wie wir es vorher ein Stück weit haben, auch auf andere künstlerische Projekte, die aus in der Vergangenheit liegen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, zum Beispiel in der Moderne mit Toulouse-Lautrec. Und beginnen möchte ich hier mit dem Werk von Ludmila Brod, das hier offensichtlich natürlich auf den Kuss von Gustav Klimt Bezug nimmt. Und wir sehen aber in einer ganz anderen Art der Malerei hier eine Situation, die ja ein bisschen mehr an Frida Kahlo als an Gustav Klimt selbst erinnert, also eine Art Merger, der aus diesen beiden künstlerischen Positionen ist. Wenn wir uns dann das Motiv konkret anschauen, sehen wir natürlich, dass hier nicht nur ein Paar abgebildet wird, sondern dass wir hier tatsächlich ein klassisches christliches Motiv finden. Vater, Mutter, Kind, natürlich hier an die Gottesmutter erinnert mit dem Jesuskind, aber natürlich dann gleichzeitig wieder in einer Ikonografie des 20. Jahrhunderts, das wir hier sehr schön sehen. Ja, links davon sehen wir ein Werk jetzt hier von Herrn Brunstering, der mit einem ganz anderen Bezug arbeitet, nämlich bezugnehmend auf Mimmo Rotella aus den 60er Jahren. Wir sehen hier eben Malerei kombiniert mit der Collage aus Zeitungsausschnitten und wir sehen hier offensichtlich eine junge Frau, die sich hier in einer Pose darstellt mit BH und einer Jacke aus Papierschnipseln, die aber ganz offensiv, wie eher beinahe wie bei einem Plattencover, den Betrachter anschaut, also sehr viel näher an dem, was wir heute auch bei Instagram und so weiter wahrnehmen. Interessant sind, dass hier auch Dinge auftauchen in den Texten, wie iPad zum Beispiel, also wo wir auch den Bezug zur Gegenwart der Social-Media-Kommunikation haben, also in der Art und Weise ist das ein in sich sehr gegenwärtiges Bild und die Pose, die Darstellung der Person ist entsprechend. Ja, jetzt wechseln wir rüber auf eine weitere Arbeit, die in einer fotorealistischen Manier gearbeitet ist, von Frau Tauber. Und Frau Tauber zeigt uns hier interessanterweise ganz im Gegensatz zu den vorherigen Motiv von Herrn Brunstering eben nicht die Frontalansicht einer Frau, sondern wir sehen die Rückenansicht. Die ist offensichtlich beschäftigt mit dem Haaren und steckt sie sich hoch. Und insofern haben wir zwar eine Person dort, aber sie wird uns eher verborgen. Es ist eben etwas, was eigentlich ein bisschen geheimnisvoller ist. Wir sehen einen relativ intimen Akt, vielleicht eben tatsächlich im Bad oder beim Sport, also etwas, was man ganz normal beobachten kann, aber eben offensichtlich die Person ist direkt mit sich beschäftigt und nicht nach außen gerichtet, sondern eben tatsächlich ganz bei sich. Und dieses ganz bei sich sein wird eben in dieser selbstverständlichen Manier des Haare hochsteckens auch umgesetzt. Die Malweise ist tatsächlich dann auch eben eine, die natürlich wiederum ein Fotomotiv nahelegt und so sind wir eigentlich im Prinzip relativ nah an dem, was wir bei Herrn Brunstering gesehen haben, dass eben tatsächlich mediale Vorlagen, Bildervorlagen dann eine Rolle spielen. Ja, und ich hatte auch vorhin schon mal erwähnt, naja, die Moderne ist eben ganz wichtig und hier haben wir die klassische Moderne beim nächsten Werk von Sonja Ahrweih, die hier ganz klassisch den deutschen Expressionismus aufgreift. Und ich zeige hier mal im Katalog ein Motiv von Otto Müller, wunderbar zu sehen, von Hermann Max Pechstein. Wir sehen die Personen in der Natur, nackte Personen in der Natur. Der Expressionismus hat ja diese Ursprünglichkeit gewählt und hat eben in ganz vieler Hinsicht Werke umgesetzt oder Motive umgesetzt, wo wir Akte in der Natur sehen und natürlich, wie gesagt, Hermann Max Pechstein, Otto Müller, aber natürlich auch Carl Schmidt-Rottluff, all diese Künstler haben das tatsächlich so umgesetzt und bei Sonja Ahrweih sehen wir auch tatsächlich eine Farbsprache, die das sehr stark unterstreicht. Auch hier sehen wir zwei Personen als Akte in der Natur, aber gleichzeitig sehen wir sie aber auch ganz spannend in der Haltung aufgesetzt. Aufgespreizten Beine, die wir hier wie Dreiecke funktionieren und die Gerätschaften, die in der Mitte zwischen diesen beiden Personen sind, sind eben auch in einer Dreiecksform angelegt. Also das ist ein ganz spannender Ansatz, wie hier eine Körperhaltung gezeigt wird und damit eigentlich eine abstrakte Form wie das Dreieck dann wiederum in eine künstlerische, malerische Idee umgesetzt wird. Ganz interessant ist hier auch nochmal zu sehen, dass sie eine Tätigkeit ausüben, die für uns nicht ganz eindeutig ist, aber die natürlich eine hohe Dynamik hat. Und das im Gegensatz zu dem anderen
Bild, das wir jetzt hier bei, eben bei Frau Brod sehen, wo es sehr um diese Innigkeit, um dieses Gebogene geht, ganz im Gegensatz zu den Dreiecken, die wir da sehen. Jetzt gehen wir weiter zu Frau Edenhöfer-Welzel, die wir vorher schon mal gesehen hatten, mit diesem Motiv, der so ein bisschen an Toulouse-Lautrec erinnert, die tanzende Frau. Jetzt sehen wir aber ein anderes Motiv, offensichtlich eine junge Frau, die auf einem Bett liegt in einer entspannten Pose, die aber gleichzeitig schon etwas hat, was auch wieder darstellerisch ist, einen Effekt erzielen will. Wir sehen den Körper aufgerichtet, wir sehen den Ausschnitt, wir sehen einen Blick an den Betrachter hin und wir sehen aber gleichzeitig hinten dieses aufgestellte Bein, das tatsächlich dann doch wieder eine deutliche Inszenierung in diesem Schlafzimmer ist oder in diesem Bett ist, in diesem Raum, den wir nicht ganz eindeutig identifizieren können. Und es ist eben auch ein Motiv, das eindeutig den Betrachter ansprechen soll. Ganz interessant ist hier auch nochmal zu sehen, wie die Farbigkeit umgesetzt ist. Das ist vielleicht auch nochmal spannend, das ist sehr offene Leinwand und daneben Farbelemente, Farbflächen, die gesetzt werden und die das Bild in einer wunderbaren Art und Weise in dieser Offenheit mit aber Farbigkeit und Farbgestus kombiniert. Also wie ich finde, eine sehr gelungene Umsetzung, auch im malerischen Sinne. Ja, während wir vorhin immer Personen gesehen haben mit den Gesichtern, sehen wir jetzt das erste Mal eine ganz andere Auffassung davon, wie wir den Körper zeigen, nämlich einen Torso. Und das ist eine Arbeit von Josef Tallinger, der einen, wie ich finde, wenn man das Werk sich anschaut, unmittelbar ganz starken Assoziationen auslöst, und zwar die Venus von Willendorf. Einige von Ihnen kennen das Werk vielleicht, eine Frauendarstellung, die nicht dem heutigen Schönheitsideal entspricht, sondern eher eine korpulente Frau, die hier natürlich auch in diesem Torso eigentlich umgesetzt ist. Wir können keine Person identifizieren, sondern sie sehen tatsächlich nur den Körper und wir sehen eine Körperlichkeit, die tatsächlich auch eine enorme Kompaktheit hat, eine Art, wo wir eindeutig sehen, es ist nicht ein schöner Körper, der uns gezeigt wird, sondern es geht vorwiegend um die Volumina. Und das bringt mich nun vielleicht zu einem Beispiel bei Cornelis Völker, einem deutschen Maler, der sich eben auch mit eher ungewöhnlichen Körperhaltungen beschäftigt hat. Und hier sehen wir jetzt ein Motiv, Mann im Titel. Und jetzt zeige ich es Ihnen nochmal im Detail, da sehen wir es besser. Eine Körperhaltung, die eben auch eher eine eigenwillige Körperhaltung ist, dieser geneigte Kopf. Und die Malweise ist gleichzeitig eben dann tatsächlich auch genau in dem Sinne umgesetzt. Und das ist spannend, wenn wir es auch bei Herrn Tallinger anschauen. Bei Cornelis Völker sehen wir die Malweise tatsächlich das Fleisch, das auch im Malduktus in der Farbigkeit umgesetzt wird. Auch hier bei Herrn Tallinger sehen wir genau tatsächlich eine solche Form des Malerischen. Wir sehen die Qualität, wir sehen das Volumen, wir sehen tatsächlich den Körper in seiner Materialität sehr schön umgesetzt und haben dazu gleichzeitig aber auch noch eine Art Drehung, also ein Element, wo wir eben nicht ein statisches Element haben, sondern eine relative Bewegtheit im Farbauftrag. Und das, denke ich, ist sehr besonders. Jetzt kommen wir zu einem Werk von Christa Maria Marschall. Ich schaue mal auf die andere Seite, dann sehen Sie es besser. Hier haben wir eine sehr ungewöhnliche Perspektive auf diesen liegenden Frauenkörper, nämlich vom Kopf her nach hinten gerichtet. Auch die Platzierung im Bild ist sehr ungewöhnlich und wir sehen aber auch hier, genauso wie bei dem Torso, ein sehr kompakter Frauenkörper, wo es uns relativ schwer fällt, die genaue Dimension zu erkennen und das Ausmaß tatsächlich zu erkennen. In dieser kompakten Anordnung durch diesen Blickwinkel sehen wir auch tatsächlich erstmal eine allgemeine Form und nicht unbedingt nur den reinen Körper. Und natürlich erschließt sich für uns dann sowohl der Kopf wie auch die Arme, wie auch dann die Hüfte und die Beinhaltung, aber gleichzeitig ist es erstmal ein sehr kompaktes Element, so wie wir es zum Beispiel auch von Henry Moore kennen, wenn Sie an die frühen Skulpturen der 50er Jahre denken, da sehen wir diese Formen, wo es eben tatsächlich um die Volumina geht und noch nicht um diese Auflösung des Volumens in eine Öffnung. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige Bezugsquelle, die wir hier auch in dieser Malerei sehen können. Sehr spannend ist auch, wie das farblich gelöst wird, wie hier sozusagen eigentlich eine sehr dunkle Farbigkeit, die aber dann sich im Strich auflöst, in der Linie auflöst und dadurch tatsächlich dann doch eine markante Form sich erkennen lässt.
Und das ist auch wiederum ein spannender Gegensatz gegenüber der Arbeit von Herrn Tallinger, wo wir eigentlich in dem Sinne keine Umrisslinie kennen, sondern wo wir rein über das Malerische, über die offene malerische Form eigentlich den Körper umrissen haben. Und hier bei Frau Marschall ist das eben ganz anders angelegt und schafft dadurch auch natürlich ein anderes Verhältnis zwischen Hintergrund und tatsächlich dem eigentlichen Motiv, dem Körper einer Frau, einer liegenden Frau, die uns, wie gesagt, über das Volumen erzählt wird. Im letzten Abschnitt der Ausstellung beschäftigen wir uns nochmal mit dem gesellschaftlichen Bild eigentlich der Körpersprache. Und gleich starten wir hier mit dem Werk von Frau Neuner ganz rechts auf der Seite. Und da sehen wir eine Person, die ganz hoch aufgerichtet ist, ganz schlank ist und offensichtlich nicht unbedingt eine bestimmte Frauenperson, sondern eben eine Haltung zeigt. Also diese Eleganz der hochgestreckten Personen, Frauenfiguren, den kennen wir ja spätestens seit der Antike eigentlich, wo auch die Frauen eben in dieser Eleganz und Statik gezeigt werden. Bei Regine Aigner sehen wir sozusagen das genaue Gegenteil, also eher keine junge Frau, sondern eine alte Frau. Das ist eine Drucktechnik, wie Sie sehen. Und das ist ganz wunderbar, wie hier eigentlich das Alter gezeigt wird und trotzdem es künstlerisch eben in einer besonderen Art und Weise umgesetzt wird. Rein technisch ist es ein ganz spannender Ansatz, wenn Sie Frau Aigners Arbeit anschauen. Wir haben hier eine Aufgliederung eigentlich dieser Figur, dieses Mantels in diese verschiedenen Ebenen, Flächen, die hier zusammenkommen. Es ist beinahe wie wenn sie zusammengeflickt worden wäre oder wie mit einem Faden einer Linie so zusammengehalten wird, trotz ihres gebeugten Zustands eben auch der Körper dann entsprechend oder die Kleidung vielmehr in einer ganz bestimmten Art und Weise zusammengefügt ist. Und diese Anmutung auch von Blättern oder von Elementen, die auch wie ein Panzer funktionieren könnten, sind ganz offensichtlich bei dieser Arbeit und von besonderem Ausdruck. Im Reigen der Papierarbeiten, die wir hier zeigen, kommen wir jetzt zu den Werken von Frau Zlöbel. Katharina Zlöbel hat uns Werke eingereicht, die ein Spiel mit der Form betreiben und eine wunderbare Form der Zusammenschau. Aber es geht, wie auch in dem schon vorher angesprochenen Thema mit der älteren Dame, also nicht hier ums Alter, sondern wiederum um eine ganz spezifische gesellschaftliche Situation, die hier dargestellt wird. Einmal sehen wir ja eine Art Nixe, würde ich beinahe sagen, mit einem sehr ausgeprägten Kopfschmuck, wie wir an den Linien sehen, wahrscheinlich am Wasser oder am Rande des Wassers. Und als zweites sehen wir eine Person mit Brille und Mundschutz, also eine ganz aktuelle Form der Arbeit, ein aktueller Bezug zur Corona-Pandemie offensichtlich. Und was hier sehr schön umgesetzt wird, wir haben einmal die Grundfarben, die hier eingesetzt werden, die uns natürlich automatisch an so etwas wie Mondrian erinnern. Und gleichzeitig haben wir aber eben tatsächlich auch organische Formen, etwas Fließendes, was dann auch eben in diesem Fall auch den weiblichen Formen und Körper entspricht und die hier aufgegriffen werden. Also wir haben hier ein Spiel zwischen verschiedenen Formen und Farbigkeiten und die Nixe und auch die andere Person mit Mundschutz, die vielleicht eine Badekappe trägt, könnte man in diesem Zusammenhang mit dem anderen Werk vermuten, sind eben dann doch tatsächlich auch Darstellungen sozusagen dieser Schönheit, dieser fließenden Situation, die darin einherkommt und das umfängt den Betrachter tatsächlich durch den Ansatz der Linie, der in eins bleibt, eine Form, die aus sich selbst herausgeht, also eine organische Perspektive und dann natürlich auch damit ein Stück weit ein weibliches Prinzip, wie wir es auch in der Kulturgeschichte kennen, sozusagen, wo es kein Anfang und Ende gibt, sondern wo wir immer den Zirkel haben, den Kreis ohne Anfang und Ende.
Ja, jetzt kommen wir sozusagen wirklich in dieser Reihung der Papierarbeiten nochmal zu einem ganz besonderen künstlerischen Ansatz. Ich hatte es schon kurz erwähnt, dass die Technik hier in den letzten Ansätzen auch nochmal eine große Rolle spielt. Und das sind jetzt Werke von Frau Fellner. Und bei Frau Fellner haben wir zwei Motive, die eben an diese gesellschaftlichen Themen anknüpfen. Einmal sehen wir hier eine jüngere und eine ältere Frau, vielleicht Mutter und Tochter. Das ist hier in der Arbeit gut zu sehen. Und zum Zweiten sehen wir eine junge Frau auf einem Bahnsteig, also in einer urbanen Situation. Also einmal die Intimität, die wieder eine Rolle spielt, diese Bezogenheit aufeinander, die Umarmung, die natürlich offensichtlich die innere Verbundenheit zeigt und das sehr schön unterstreicht und deutlich macht. Ja, und demgegenüber sehen wir hier diese urbane Szenerie, vielleicht ein Bahnsteig, das wäre meine Interpretation, und eben eine Person, eine Frau, die eben mit einer Tasche kommt und ganz offen ausgebreiteten Armen offensichtlich auf den Betrachter, die Betrachter hinzuläuft. Also eine Art, ja, freudige Begegnung, die da ausgedrückt wird. Genau wissen wir es natürlich nicht, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass das eben der Hintergrund ist. Und klar, die Szenerie ist eben tatsächlich so, dass man sich einen Bahnsteig vorstellt, eine Willkommenssituation, eine Begrüßung einer ankommenden Person. Diese Offenheit der Haltung ist tatsächlich etwas sehr Begrüßendes, sehr Offenes und Freundliches. Und das aber in einem Setting, der eine persönliche Haltung, die in dieser Körperhaltung ausgedrückt wird, die aber gleichzeitig eigentlich beinahe kontrastierend zu diesem sehr strengen urbanen Umfeld zu sein scheint. Also das sind sozusagen zweimal intime Situationen, die hier dargestellt werden und doch mit einem ganz unterschiedlichen Setting. Einmal tatsächlich in einem sehr privaten Rahmen und das andere Mal in diesem sehr allgemeinen urbanen Umfeld. Und ganz besonders spannend ist hier auch die technische Umsetzung, ein sogenannter Cut-out. Ja, Cut-out, was sind das? Das sind eigentlich Scherenschnitte. Also das sind sozusagen Ausschnitte aus Papieren, in diesem Fall einem Karton, der dann rot nochmal angemalt worden ist. Wir sehen also keine Linie im klassischen Sinne des Zeichnens, sondern wir sehen eben tatsächlich eigentlich ein dreidimensionales Werk. Und besonders eindrücklich ist in diesem Zusammenhang eben auch gerade, wie die Haare hier umgesetzt worden sind von den beiden Frauen, wo wir eine hohe Dichte eben von diesen Linien. Ja, jetzt sind wir schon am Ende dieser Ausstellung angekommen. Unsere letzte Ausstellung im Jubiläumsjahr 2021. Und ich danke auch in der Rückschau über die vergangenen Monate allen Teilnehmerinnen an diesen Projekten, die uns viel Freude gemacht haben. Und ich hoffe, Ihnen trotz der Corona-bedingten anderen Präsentationsform im Video auch Ihnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.